Also der Schlagstock, der eingesetzt werden soll, soll ja nur der Selbstverteidigung dienen. Machen wir uns nichts vor, mit jedem Stock kann man sich verteidigen, aber natürlich auch zuschlagen. Der Sicherheitsdienst oder die Sicherheitspartnerschaft, der Vollzugsdienst, um genau zu sein, sagt natürlich, auf keinen Fall sollen Maßnahmen damit durchgesetzt werden. Er soll natürlich nur der Selbstverteidigung dienen. Das Ding als solches habe ich mal mitgebracht. Ich kann es hier zeigen. So sieht dieser Einsatzschlagstock kurz ausziehbar aus. Wenn man also dieses Ding am Gürtel trägt und ruckartig herausreißt, ist er sofort ausgefahren. Und das Ding wiegt bestimmt 2-3 Kilo, würde ich mal schätzen. Und man kann damit also tatsächlich erhebliche Verletzungen verursachen. Man steckt ihn dann wieder zusammen und schon ist er wieder weg. Aus unserer Sicht stellt sich natürlich die Frage, ist es wirklich nötig, wenn wir wirklich, so wie wir es ja eben beschrieben, in Freiburg einen Weg der Deeskalation und Kommunikation wollen, ist es wirklich nötig, dass wir unsere städtischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit diesem doch wirklich gefährlichen Werkzeug ausstatten. Polizeibeamte beschreiben dieses Werkzeug als unterhalb der Schusswaffe angesiedelt und wir haben wirklich Bedenken, auch aus Gründen des Schutzes für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sie mit diesem gefährlichen Gegenstand auszurüsten. Nach unserer Einschätzung ist es viel schöner, wenn unsere Vollzugsdienstmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie denn in derartige Situationen kommen, sich lieber einmal mehr zurückziehen und dann doch wirklich die Leute anrufen, die dafür ausgebildet sind, mit diesen Geräten auch dann sich einzusetzen. Das wäre schön, wenn der Gemeinderat das könnte. Das kann der Gemeinderat aus rechtlichen Gründen nicht. Die Ortspolizeibehörde ist diejenige, die zuständig ist für die Umsetzung der Sicherheitspartnerschaft. Und die Ortspolizeibehörde wird von unserem Oberbürgermeister als Chef geleitet. Und es ist seine ureigene Aufgabe. Man nennt es nach der Gemeindeordnung eine Pflichtaufgabe nach Weisung, diese Aufgaben auch umzusetzen. Und wir als Gemeinderat haben bei der konkreten Ausstattung, die der Oberbürgermeister dem Vollzugsdienst im Rahmen dieser Pflichtaufgaben nach Weisung gibt, keinerlei Mitspracherecht. Wir können allenfalls über unser Königsrecht, nämlich den Haushalt, die Mittel des Vollzugsdienstes erweitern, aber auch einschränken. Aber konkrete Mitsprache, ob der Vollzugsdienst mit diesem Einsatzstock kurz ausziehbar ausgestattet wird oder nicht, haben wir bedauerlicherweise nicht.